Mein Name ist Stefan Schäfer, ich bin Städte- und Landschaftsfotograf aus dem Raum Berlin und mache außerdem YouTube-Videos. Servus, ich bin Bastian Werner von Bastian BB. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Fabio Antenore, ich bin Landschaftsfotograf. Moin Moin, ich bin der Felix, ich bin Werbe- und Landschaftsfotograf aus Nürnberg. Hi, ich bin Randy Torango von People Photography. Wir sind Fotografen für Veranstaltungen und wir haben auch in unser Studio Aufnahmen des Vermarktens von Kunden. Ich bin Milo Pedi, Fotograf, Videograf, Grafikdesigner und Webdesigner aus Berlin. Ja, hallo, mein Name ist Spencer Liu, ich bin 36, lebe in Zürich, bin seit bald 10 Jahren Fotograf, hauptsächlich in der Mode und im People-Portrait-Bereich. Das Coronavirus breitet sich derzeit sehr stark aus und die wirtschaftlichen Folgen sind genau wie die gesundheitlichen Folgen noch nicht wirklich absehbar, aber bereits zu spüren. Ich kann nur für mich sprechen, ich wäre eigentlich morgen, also am Montag, auf die Färöerinseln geflogen für 2 Wochen, hatte dort 2 ausgebuchte Workshop-Termine. Das Geld haben die Teilnehmer natürlich zurückbekommen, aber für mich ist dabei natürlich ein extrem hoher wirtschaftlicher Schaden entstanden. Genauso wären auch alle Hochzeiten für dieses Jahr gerade abgesagt. Das ist natürlich gerade für Solo-Selbstständige oder kleine Unternehmen besonders großes Problem, diese wirtschaftlichen Folgen derzeit abzufangen. Es ist natürlich nicht nur meine Arbeit, die betroffen ist, sondern die ganze Welt ist irgendwo betroffen. Aber wenn wir jetzt nur mal kurz auf mich das Ganze herunterspielen, dann muss ich sagen, dachte ich nach meinem Auslandseinsatz Anfang März, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, es wird mich nicht hart treffen. Schlussendlich gab es aber so Pi mal Daumen 3 Tage später oder wie auch immer E-Mails und Anrufe, bei denen dann diverse Aufträge, sei es die Fotografie, sei es die Videografie, abgesagt worden sind. Ja, natürlich, ich merke es schon, klar. Die ganzen Werbestudios, für die ich normalerweise arbeite, retuschiere, fotografiere, haben natürlich gerade auch nicht viele Aufträge, weil die ganzen großen Werbekunden natürlich eher auf Sparflamme gehen. Die Coronavirus hat unser Arbeit, Geschäft sehr, sehr doll betroffen, weil alle unsere Kunden sind abgesprungen. Das sind die Veranstaltungen, die Kunden, was in unser Studio kommen, alle sind jetzt zu den nächsten Zeitpunkten nicht mehr vorhanden. Das bedeutet, das Geld, das wir haben gerade jetzt normalerweise geplant, sind auch weg. Die ehrliche Wahrheit einfach über meinen Job und den Job der Landschaftsfotografie oder Fotografen generell ist, dass wir einfach Wohlstandsjobs haben. Ja? Unsere Jobs interessieren keine Sau, wenn man eine Krise hat. Niemand bucht einen Fotoworkshop. Und je nachdem, wie schwierig jetzt die wirtschaftliche Lage wird, nachdem jetzt natürlich schon die Börsen weit runtergegangen sind, viele Leute nicht mehr arbeiten gehen, die gesamte Produktivität runtergefahren wird, eigentlich nur die essentiellen Jobs am richtig arbeiten sind, dass sich das wirklich über Monate hinwegziehen kann, bis dann wirklich wieder ein Einkommen generiert werden kann aus dem, was ich als Landschaftsfotograf mache. Trotzdem muss es ja irgendwie weitergehen und die Frage ist jetzt, wie kann ich als kreativer oder auch in jeder anderen Branche, wie kann ich mich aktuell überhaupt über Wasser halten? Da ist natürlich ein bisschen Kreativität gefragt. Ich persönlich habe zum Beispiel noch mein Online-Business. Das heißt, ich verkaufe ja auch Videotrainings übers Internet. Da ich selbstständig bin, habe ich natürlich vorgesorgt und habe ein großes Finanz-Backup mir angelegt über die Jahre hinweg, weil ich einfach genau weiß, dass wenn es eine Krise gibt, dass mein Job eben gefährdet ist, weil es eben ein Luxusjob ist. Deshalb mache ich das jetzt momentan so, dass ich zum Beispiel meine Infrastruktur ausbaue. Ich kümmere mich darum, die Homepage neu zu machen. Ich arbeite momentan noch an einem Buch, an verschiedenen anderen größeren Projekten, die dann bald aus der Pipeline rausgehen können, sobald die Krise vorbei ist. Und das ist jetzt auch so meine Empfehlung, was man machen könnte, dass man alles vorbereitet, was eben gut ist für nach der Krise, um wieder schnell ins Berufsleben zu starten mit der Selbstständigkeit. Glücklicherweise habe ich vor knapp eineinhalb Jahren begonnen, mich auch stark auf den Online-Bereich zu konzentrieren. Also ich habe meine Online-Tutorials, die man auf meiner Webseite downloaden kann, mit denen ich schon länger einen Prozentsatz meines Umsatzes generiere. Ist jetzt natürlich im Moment der Fokus sicher mehr drauf, beziehungsweise hauptsächlich drauf, weil es das Einzige ist, was gerade noch läuft. Wir haben dafür gerade eine 40%-Aktion gestartet. Aktuell ist der Zeitpunkt, wir wissen, dass wir nichts über Wasser halten können. Deswegen nehmen wir diesen Zeitpunkt, Videos zu machen, unser Instagram, unser Social Profil zu verbessern, auch unsere Art, wie wir fotografieren, zu verbessern. So, wir würden diese Zeit nehmen, weiter zu trainieren, bis der Zeitpunkt ist, so dass wir nochmal mit Kunden arbeiten können. So dass, wenn Kunden doch zu uns kommen, wir haben bessere qualitative Arbeit anzubieten.
Der Vorteil ist, wenn man das halt eine gewisse Zeit lang macht wie ich, dass man doch über eine gewisse Stammkundschaft verfügt. Und außerdem bin ich bei gewissen Firmen Hausfotograf und da gibt es halt Sachen, die wurden schon lange geplant und die kann man wie nicht mehr absagen oder verschieben. Die werden jetzt halt noch gemacht, aber hauptsächlich ist es natürlich momentan zumindest so, dass es von dem Ersparten, was noch da ist, dass das so quasi hilft, um alles zu überbrücken. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was müsste denn aktuell passieren? Was kann man vielleicht an Forderungen an die Politik stellen oder auch an die Gesellschaft, damit solche Kleinstunternehmen wie Kreative oder auch Solo-Selbstständige generell überleben können? Naja, es sind ja jetzt gerade nicht nur die Fotografen, die betroffen sind. Ne? Ich glaube, jeder, der irgendwie im Kreativbusiness tätig ist, sei es Musiker, sei es Fotografen, Grafiker, alle, die irgendwie davon betroffen sind, dass halt gerade erstens keine Werbekunden da sind und zweitens keine Veranstaltungen stattfinden können. Und ich denke, dass die Politik bzw. der Staat schon ein bisschen aufpassen muss, dass ihnen diese ganzen kleinen kreativen Betriebe oder Künstler eben nicht vor die Hunde gehen in der nächsten Zeit. Ne? Bayern hat jetzt das erste Maßnahmenpaket gestartet, was teilweise schon in die richtige Richtung geht. Da kann man jetzt, wenn man quasi nicht mehr privat liquide ist, 5.000 Euro beantragen. Ich finde es allerdings ein Tropfen auf den heißen Stein oder vielleicht zu spät quasi, dass man das Geld erst beantragen kann, wenn man schon pleite ist. Ich fände es halt wichtig, dass der Staat versucht, die Umsatzeinbußen zu kompensieren, auch wenn jemand noch privat Geld hat. Weil es kann irgendwie nicht sein, dass man erst komplett pleite gehen muss. Das Grundproblem an der Sache ist ja, dass trotz wenn wir das Kapital von der Regierung bekommen, dass uns das ja keine Kundschaft bescheren wird. Das heißt, das Business an sich wird dadurch nicht angetrieben werden, weil niemand bucht momentan, auch leider weil es verboten ist, soziale Events, das heißt Workshops, Reisen, alles gestrichen. Das heißt, das Geld, was man maximal momentan bekommen kann, wäre dafür da, sozusagen die Existenz im Sinne von, dass ihr was zu essen habt zu Hause und dass ihr Miete bezahlen könnt, zu sichern. Und danach kann man wieder irgendwann reinstarten. Aber eine Rettung vom Business ist einfach nicht möglich, weil wir wirtschaftlich nicht relevant sind. Wir sind Entertainment. Von der Politik her würde ich mir schon wünschen, und ich glaube, das wurde jetzt auch gerade irgendwie heute oder gestern angekündigt, dass es sehr viele Fördermittel bzw. Fonds geben wird, dass die Selbstständigen auf jeden Fall garantiert Geld bekommen. Wenn das aber nur Liquiditätshilfen sind, das bedeutet also, wenn ich mich halt nur auf Kredite stürzen kann vom Bund her und ich das prozentual monatlich dann, also mit einem Zinssatz monatlich wieder zurückzahlen sollte, dann ist das in meinen Augen nicht das Richtige. Ich würde mir eher wünschen, dass es halt eine, ich will nicht sagen eine Starthilfe, aber eine Hilfe vom Staat gibt, beispielsweise, sage ich mal, für den Anfang 5.000 Euro, so dass man halt vielleicht die nächsten 2-3 Monate, wie auch immer, damit haushalten kann, um dann halt zu sehen, okay, wie geht's weiter. Was ich mir generell wünsche in solchen Situationen oder generell, wenn gesellschaftliche Veränderungen stattfinden, auf die man als Normalbürger, sage ich jetzt mal, keinen Einfluss hat, ist Transparenz. Das fehlt mir so ein bisschen. Außerdem werden wir völlig überflutet von Informationen, Missinformationen. Letzten Endes muss ich gestehen, dass je eher ich mich dafür interessiere und mich schlau machen will, eigentlich weniger weiß als vorhin, beziehungsweise man weiß nicht so recht, was gerade abgeht und wer recht hat und wer nicht. Und dadurch, dass es auch nicht absehbar ist, wie lange das geht oder was da genau vor sich geht, ist es schwierig, sich da einen Plan zu machen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was kann ich denn persönlich machen, wenn ich jetzt die ganze Zeit zu Hause rumsitze? Du hast vielleicht selber ein kleines Unternehmen, vielleicht bist du sogar selber Fotograf und überlegst jetzt einfach, was du mit deiner ganzen Zeit anfangen kannst. Ich kann dir nur empfehlen, aus meiner persönlichen Sicht, ich bilde mich gerade extrem viel fort. Also ich kaufe mir auch andere Videokurse von anderen Fotografen, die ich auch selber gut finde. Versuche da meine Bildbearbeitung weiter zu optimieren. Ich bearbeite auch alte Bilder nochmal neu. Räumt erstmal alles auf, was ihr habt. Guckt, dass ihr alle Ablagen macht. Kümmert euch auch mal um euren Papierkram. Ordnet das alles ein, ordnet das um. Strukturiert eure ganzen Fotodateien auf eurem Server, dass da wieder Ordnung reinkommt, weil
Das sind alles Dinge, die normalerweise im Alltagsbetrieb auch für mich zumindest untergehen, aber die viel Zeit sparen, wenn man das einmal durchgemacht hat. Und das würde ich empfehlen, diese ganze Infrastruktur, macht eure Homepage neu, guckt Rechtschreibfehler, beschäftigt euch mit Marketing, was auch immer, lernt Dinge an, die vielleicht hilfreich sind für euer Business, wo ihr jetzt die Zeit dafür habt und nutzt das damit, um dann später wieder in den Markt reinzudrängen. Nehmt euch ein bisschen zurück, wobei Geld ausgeben könnt ihr momentan sowieso für nichts, außer für Essen und zu Hause rumsitzen. Schaut, dass ihr halt eben auch im Online-Bereich vielleicht weiterentwickeln könnt, auch wenn ich das ungern sage, wegen eben mehr Konkurrenz und so. Nehmt diese Seiten so nichts, da probiert zu sein. Tu, was die Gesellschaft von uns erwartet, unsere Politik haben wir bitten, dass wir bleiben drin, dass wir uns Social Abstand halten. Nehmt diese Zeit, Weiterbildung zu machen. Nehmt diese Zeit, deine Geschäfte nochmal neu zu strukturieren. Ich mache gerade meine Website, sowas könnt ihr ja auch machen. Einfach Projekte, die man lange vor sich herschiebt, einfach jetzt endlich mal angehen. Vielleicht aber auch mit Freunden sich einfach stark zu unterhalten, also Freunde in Sachen Fotografenkollegen oder aber auch vielleicht einfach nur Kollegen, die im selben Medienbereich tätig sind. Beispielsweise, wenn du jetzt Fotograf und Videograf bist, dann kannst du natürlich mit Kameramännern oder mal mit Tonmännern oder sonstiges einen Austausch über Skype, über WhatsApp-Telefonie, über FaceTime, wie auch immer, herantragen, um dich selber dann vorzubilden bzw. diesen Austausch dafür zu nehmen, dass du vielleicht für dein eigenes Business noch Punkte mitnimmst. Und weitere Ideen gibt es auf jeden Fall in einem Video, was dann auf meinem Channel gerade aktuell laufen wird. Da gibt es dann ein paar Tipps, was du halt in der Zeit machen kannst, in der du vielleicht nicht großartige Aufträge bzw. gerade nicht genau weißt, was du machen kannst. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt möchte ich noch mal ganz kurz ein paar persönliche Worte sagen, weil mir das extrem wichtig ist. Ihr habt es wahrscheinlich schon von vielen Ecken gehört, aber bitte tut mir den Gefallen. Bleibt in der jetzigen Zeit zu Hause. Stay the fuck home ist hier der richtige Satz an dieser Stelle, damit wir einfach möglichst schnell aus dieser Krise wieder rauskommen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass ihr euch persönlich ansteckt, sondern es geht einfach darum, dass wir die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, die mit den schwächsten Immunsystemen, dass wir die schützen können und dass es dort nicht zu einem so krassen Peak kommt, wie zum Beispiel aktuell in Italien, wo einfach nicht mehr genug Betten vorhanden sind, nicht mehr genug Intensivbetten vorhanden sind in den Krankenhäusern, sodass wir nicht mehr alle behandeln können. Und in Italien ist es aktuell so, ich habe einen Freund, der ist Italiener, mit dem habe ich telefoniert, in Italien müssen die Ärzte inzwischen entscheiden, wen sie sterben lassen und wen sie behandeln. Und ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, die einem Arzt oder einem Mediziner oder allen aus der Branche passieren kann, dass man so eine Entscheidung treffen muss, wen ich jetzt weiter behandle und wen ich fallen lasse. Und diese Leute, die sterben bei vollem Bewusstsein da aktuell. Und ich hoffe einfach, dass wir das in Deutschland irgendwie noch hinbekommen, dass es so weit nicht kommt. Und deswegen appelliere ich an euch alle, bleibt zu Hause, fangt mit eurer Zeit sinnvolle Sachen an. Man kann durchaus auch zu Hause, habt ihr gerade im Video gehört, viele verschiedene Dinge machen, die auch sinnvoll sind. Mein Vater ist selber Arzt, der ist gerade dabei, ein Corona-Aufnahmezentrum mit aufzubauen und er erzählt mir auch immer wieder Sachen und er sagt mir auch immer wieder, versuch so wenig wie möglich rauszugehen, versuch deine sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, in Interaktion zu bleiben. Ihr habt Skype, ihr könnt FaceTime, ihr könnt alles Mögliche machen. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß bei den Dingen, die du heute noch tun wirst. Vielleicht bildest du dich noch ein bisschen weiter fort. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Bleibt bitte zu Hause und dann überstehen wir die Krise alle gemeinsam, zusammen, Hand in Hand. Hand in Hand vielleicht nicht.